Ja, ich verstehe. Ich denke, da kommt nur was an, wenn auch der Zug am Start ist. Ich glaube, die Tatsache, dass wir hier die Dinger gebaut haben, bringt jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ich glaube, wir müssen das doch machen mit dem Dingens. Mit dem Mischer. Weil die Dinger hier, die verarbeiten das so schnell, dass hier hinten nur was ankommt. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen was drin, ja. Aber das ist nur immer so phasenweise. Aber vielleicht reicht das ja schon. Wir warten das erstmal ab. Bei Factorio sind das manchmal solche Geschichten, die brauchen so ein bisschen Zeit, bis sie ihre Wirkung zeigen. Warten wir einfach mal ab. Wird schon schief gehen. So, ansonsten haben wir hier eigentlich ziemlich viele Dinge, die wir im Überfluss haben. Und das ist auch gut so. Das Einzige, was hier fehlt... Warte mal, was ist denn hier? Das sind diese roten Schaltkreise, ne? Ja. Hä? Warum bauen die nicht? Ach so. Ah, die Kupferdinger fehlen. What? Oh, weil ich den Kupferstrang getrennt habe. Stimmt, wegen dem Steindingens. Okay, dann müssen wir da nochmal eben was ausbessern. Wo waren das? Ne, weiter oben, ne? Genau, da haben wir es. Aber ihr seid jetzt leer, genau. Weg und weg. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen... Ach so, da ist ja auch noch Kupfer, okay. Klemmen wir... Ach nö, ach da. Klemmen wir mal eben die Kupferleitung wieder an. Dann läuft das nämlich schon mal weiter. Der hier kann ja in Ruhe weiterarbeiten. Das geht ja noch 2,4K. Ach so, Dinge mit Rohöl. Ja, da können wir gleich mal gucken, wie das damit aussieht. Mal schauen. Erstmal machen wir hier so ein bisschen klar Schiff. Oh, das war jetzt ungünstig. Zack. Schmeißen wir gleich mal damit rein. Das Einzige, was hier so ein bisschen fehlt, ist die Säure. Aber egal, das wird schon. So, Rohöl. Das ist ja im Prinzip... Hier unten irgendwo sind die Tanks, ne? Genau. Die haben auch eine neue Textur. Oder? Nee, das ist eine Chemiefabrik. Hahaha. Leer, voll. Nicht leer und nicht voll. Ja, das Schweröl. Aber das macht nichts, wenn das leer ist. Ja, wir könnten durchaus... Oh, da ist wieder Angriff am Start. Wir könnten durchaus mal gucken... wenn man mehr produzieren. Die Sache ist die, ich glaube, wir brauchen ein neues Transportrohr. Nö, wobei rohölmäßig sieht alles gut aus. Was wir mehr bräuchten, wären dann die Raffinerien. Wobei, warte mal. Eine grundlegende Ölverarbeitung. Genau. Jetzt bräuchte aber noch Wasser dazu. Ich mache mal eben die grundlegende wieder rein. Wenn wir hier Wasser hinbekommen, dann können wir die Produktion noch erhöhen. Irgendwo hatten wir schon ein Wasserrohr. Da hinten. Kriegen wir das doch hier hin? Warte mal, ich baue mal schnell ein paar Rohre. Oh. Ich hole mal schnell ein bisschen Eisen. Es reicht ja im Prinzip, wenn wir hier einen Anschluss dran haben. Reicht der Dicke. Das probieren wir jetzt mal aus. So, aber ich denke, wir brauchen noch mehr davon. Oh, shit. Muss ich da wieder dran gewöhnen. Und dann bauen wir noch ein paar von diesen Rohren. Und in der Zeit, wo es gebaut wird, trinke ich nochmal schnell einen Schluck. So. Wie schaut's denn aus? Der macht momentan nur noch diese komischen Winkelstückchen. Aber egal, das passt schon. Ich werde mal hier... Ach so. Ja gut, dann können wir die ja hier verbinden, die beiden Tanks. Das sollte ja auch gehen. Ich mach mal das hier weg. Und... Ach so, ich brauche die anderen Rohre. Na gut, dann warten wir eben so lange. Passt schon. Mit dem Wasser müssten wir dann, ja, hier einfach runter im Prinzip. Wobei, wenn das hier schon so aufgesplittet ist, ne,
Dann machen wir das hier mal eben so. Dann können wir nämlich da einen Durchgang behalten. So, die Rohre werden gebaut. Das heißt, wir verbinden zunächst erstmal diese beiden Tanks. Dann geht hier auch gleichzeitig wieder mehr... Ja gut, Öl hat er sowieso genug. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Warte mal, die produzieren glaube ich nur nicht, weil das Petroleum-Ding hier voll ist. Warte. Bevor wir jetzt hier irgendwas verändern, möchte ich nochmal was anderes ausprobieren. Das kann nämlich auch einfach nur damit zusammenhängen, dass wir nicht genügend Petroleum verbrauchen. Und genau da werden wir uns mal drum kümmern. Haben wir noch eine Chemiefabrik oder so? Nee, haben wir nicht. Macht aber nichts. Dann bauen wir eine. Ah, nee. So. Chemiefabrik. Wir werden einfach aus Petroleum noch ein bisschen Festbrennstoff bauen. Vielleicht löst das das Problem schon. Vielleicht aber auch nicht, weil ich sehe gerade, wir haben hier gar nichts, was Petroleum verbraucht. Doch, hier, die beiden, aber die verbrauchen bei weitem nicht genug. Gerade hier das Schwefelzeug ist so ergiebig. Oder fehlt da irgendwas? Huch. Nö, da ist alles gut. Okay, wunderbar. Dann machen wir das erstmal. Da ist unsere Chemiefabrik. Achso. Wir werden hier auch wieder ständig angegriffen, ne? Aber egal. Was soll der Geiz? Wir gehen einfach mal hier ran. Hier ran ging nicht ganz, wegen dem Rohr. Wobei, wenn das Rohr da ist, ist es scheißegal, ne? Warte mal. Ja, wunderbar. Dann machen wir hier Festbrennstoff aus Petroleum. Kloppen da einmal so ein Rohr ran und da so ein Rohr dran. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Du kriegst auch so noch so ein paar Upgrades hier rein. Läuft. Jetzt ist die Frage, was passiert. Wir sehen hier, dass gerade schon ein bisschen was an Öl durchgegangen ist. Achso, ich muss natürlich noch dafür sorgen, dass die Kiste entladen wird hier. So, dann hätten wir das nämlich auch gelöst. Okay. Also die Rohre werden wieder befeuert, kriegen wieder Leichtöl und Schweröl. Könnte was werden. Vielleicht gehen auch die anderen Produktionen wieder ein bisschen schneller vonstatten, wie hier zum Bleistift. Ja, hier Schwefel, das ist so ergiebig, da wird nichts an Petroleum verbraucht. So gut wie nichts, sagen wir das mal so. So, hier kommt jetzt auch wieder Kupfer an, das heißt, es werden auch wieder rote Schaltkreise produziert, das sehen wir hier gerade. Aber die haben gerade noch einiges nachzuholen, sieht man hier. Aber hier hinten kommen sogar noch welche an. Das heißt, es passt. Okay, nice. Forschung ist gleich fertig. Ich denke, wir werden danach die Forschung wieder ein wenig pausieren, damit sich die Anlage hier wieder so ein bisschen erholen kann. Dann folgendes. Was macht das Raketensilo? 35%. Oh, das geht doch einigermaßen zügig. Wir werden noch ein bisschen damit beschäftigt sein, ja. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Mischung an Zeit. Das lassen wir einfach laufen. Wir haben jetzt natürlich noch nebenbei einen ziemlich heftigen Auftrag, und zwar... Hier ist es, glaube ich, ne? Genau, wir brauchen ganz viele Steinmauern. Mhm. Denn ich möchte langsam den Bau der Base hier, zumindest in diesem Bereich, dicht machen. Und dementsprechend noch mit Geschütztürmen, ja, absichern. Oh, Forschung ist fertig. Ja, das ist mir egal. Das lassen wir erstmal so stehen. So, was können wir jetzt bauen? Oh, nice. Das ziehen wir gleich komplett durch mit den Mauern. Und dann... Ach du Kacke. Was sind denn das für Riesenbasen geworden? Ach du Scheiße. Also ich würde mir nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das wird Zeit, dass wir hier abhauen. Heftig, ey. Weil irgendwann werden auch die Geschütztürme nicht mehr reichen. Nun gut. Wird schon schief gehen. Wo haben wir denn hier die Mauer zuletzt gehabt? Da. Hier oben an der Ecke ist alles komplett gesichert. Ach, guck mal. Das war auch noch nicht immer so, dass der Umkreis angezeigt wird, ne? Cool. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Mauern haben wir hier, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los.
Und hier oben ziehen wir das Ganze einfach ein bisschen zusammen. Eventuell muss ich den Panzer nochmal eben umparken. So. Und hier den inneren Bereich müssen wir dann nochmal ein bisschen mit Beton auffüllen. Ach komm, dann gehen wir halt bis dahin, ist ja auch egal. Hier haben wir diese Höhe, ne? Jo. Habe ich noch irgendwo Beton? Ja, ein bisschen was haben wir noch, okay. Dann könnte man ja fast sagen, okay, pass auf, wir machen bis hier nochmal eben voll. Jo. Das klingt nach einem ganz guten Plan. Warte mal. Achso, der baut dich schon wieder automatisch da rein, alles klar. Passt. Dann machen wir hier den Laden zu, würde ich sagen. Setzen dann noch die Geschütztürme ein bisschen um. Damit auch das nachher alles passt. Hier der Geschützturm auch, der steht total fail-mäßig da rum. Erstmal reingehen. Ja, nice. Dann, nächstes Ding. Die reißen wir mal eben ab, der kann stehen bleiben. Wir haben jetzt hier noch weitere Geschütztürme. Das ist sehr praktisch, weil dann können wir hier... Oh, Strom. Dann können wir hier in der Ecke nämlich nochmal das Ganze ein bisschen verstärken. Groß nicht, nee, mittelgroßer genau. Den brauchen wir. Warte mal, passt da ein Turm überhaupt hin? Ja, okay, alles gut, passt. Dann brauchen wir mittelgroße. Oh, jetzt habe ich alle gebaut. Huch. Reicht erstmal so. Dann können wir nämlich schon mal gucken, dass wir hier an der Kante vom von der Fabrik das Stromnetz schon mal so erweitern, dass wir für jeden Geschützturm auf jeden Fall genug Saft da haben. Ja, hier oben wird es dann wieder ein bisschen hässlicher, das ist aber dann erstmal egal. So. Die andere Seite machen wir dann gleich. Und hier in der Ecke brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Power. Jo, hau rein Steffi, bis demnächst. Mach hier oben einfach mal so ein bisschen mehr an Türmen hin. Wir müssen sowieso noch eine ganze Menge bauen. Weil an den Ecken sind die Viecher echt teilweise wirklich penetrant. Hier diese ollen alten Geschütztürme braucht keine Sau. So, Stahl fehlt uns. Okay, dann nehmen wir hier vom linken Strang ein wenig Stahl weg, weil da ist ja sowieso genug, weil da nichts verbraucht wird, außer hier hinten für die Flaschen so ein bisschen. Das geht schon. So. Nochmal 4, jetzt fehlt Kupfer, das kriegen wir auch hin. Nochmal einer, jetzt fehlen Batterien, auch das bekommen wir hin. Irgendwas fehlt immer. Ach, jetzt fehlt Kupfer. Ich glaube, das reicht aber auch erstmal. Zumindest für den Anfang. Was war denn hier nochmal? Ach, die Solarpanels, stimmt ja. Produziere 10.000 elektronische Schaltkreise. Okay. Haben wir. Nice. Darauf trinke ich noch ein Stückchen Kaffee. Moment. So. Dann bei dem Text. Die ersten beiden Geschütztürme sind fertig soweit. Ich muss sowieso generell nochmal eben hier oben gucken, weil ich glaube, da standen noch ein paar Türme hier zum Beispiel. Total ungeplant irgendwo rum. Ob hier... Ne, hier nicht mehr. Stimmt, das hatten wir schon geregelt. Passt. Dann können wir hier so langsam auf Höhe von jedem Geschütz... von jedem Strommast, sage ich mal, nochmal so ein Ding hinstellen. Und hier oben in der Ecke können wir dann wieder ein bisschen mehr hinbauen. Dann nehmen wir dann diese hier mit. Und platzieren dann diese beiden hier auch nochmal neu. Dann soll das einigermaßen hinhauen. Zack, zack. Von mir aus in der Mitte auch nochmal selber, genau. Hier nochmal. Da nochmal Strom gibt's gleich. Ja, dann müssten wir nicht hier nochmal eben an der Kante entlang gehen, ja. Das sollte funktionieren. Wie haben wir denn da jetzt wieder... Ach so, weil ich hier... Ach egal, passt schon. Dann haben wir halt ein Loch im Netz. Voll okay, passt schon.
Was sagt denn unser Silo? 38%. Was genau müsste man hier optimieren? Das sind diese Dinger hier, ne? Die Geschwindigkeitsmodule und die Prozessoren, glaube ich, ne? Oh, ja, die Prozessoren. Hä? Nee, das Ding ist einfach langsam. Wir produzieren genug. Okay, dann lassen wir es laufen. Ob noch so ein Gerät möchte ich da nicht hinstellen, ehrlich gesagt. So, wir haben jetzt... Huh, wieso haben wir denn hier Raketentreibstoff drinnen? Warte mal. Und tschüss. 39%. Was ist das denn hier? Ach so, das war für unsere Rüstung, glaube ich. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf Alienjagd. Aber ich möchte vorher die Sache mit dem Geschützturm geregelt haben. Damit wir da auf jeden Fall safe sind. Holy shit! Ich hab vergessen, hier was zu bauen, glaube ich. Ah. Okay. Wir haben, glaube ich, gleich einen Kraftwerkausfall. Hä, wie sind denn die hier durchgekommen? Ach, okay. Ja, wir müssen noch ein paar Türme mehr bauen. Aber... Mauern haben wir noch ein paar, dann mache ich hier erstmal dicht. Jo. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich sag ja, die Aufnahme, die letzte ist schon ein bisschen länger her. Hier ist auch ein Geschützturm entfernt worden, um das so auszudrücken. Da machen wir das mal eben so und dann könnten wir das mal eben reparieren und diesen Turm da hinten und den hier vor allem auch mal eben reparieren. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir, glaube ich, eine automatische Geschützturmproduktion gebaut. Die Frage ist jetzt, ob sich das jetzt noch lohnt, aber ich glaube, nee. Da holen wir uns lieber noch ein bisschen Kupfer und bauen noch ein paar Türme. Um genau zu sein, ein. Dann brauchen wir wieder Eisen. Irgendwas ist ja immer. Nochmal zwei, dann brauchen wir wieder Kupfer. Nochmal zwei, dann brauchen wir wieder Stahl und Batterien. Wo waren die denn da oben, ne? Ja. Das schaut auf jeden Fall richtig aus hier. Zack. Nochmal ein und wieder Kupfer. Ist dann auch erstmal der letzte Schwung, den wir bauen werden. Sag ich jetzt. Ja, das soll erstmal genügen. Die lassen wir jetzt einfach so nebenbei so ein bisschen durchlaufen. Alter, sind die hier dicht an der Base, ne? Oder? Ach nee, das war nur die Smog-Zone. Passt schon, alles gut. Ja, das kann man erstmal so laufen lassen, glaube ich. Wenn irgendwann das Kupfervorkommen da oben leer ist, ne, dann haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Aber ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern. Ich guck mir nochmal eben hier die Mauer an. Ob wir da irgendwas falsch gemacht haben. Nee, da ist alles dicht. Oder kommen die hier irgendwo rüber? Nee, kann nicht. Nee, alles gut. Das sollte hinhauen. Klar, wir könnten natürlich die Türme hier ein bisschen mehr verteilen, aber hier kommen die halt vom Schwerpunkt her an, weil die immer an der Küste entlang laufen. Von dieser Base hier. Aber wir müssen halt noch so ein paar Dinge hier in die Mitte bauen. Und guten Abend, FJLP. Willkommen zum Stream. Ja, ich fülle hier einfach alles mit Türmen auf. Und dann müssen wir uns hier ums Kraftwerk ganz dringend kümmern. Aber das ist nicht so kompliziert. Vor allem, wir können erstmal hier das Ding wieder zum Laufen bringen. Dann passt das schon wieder so halb. Oder, warte, noch besser. Das wollte ich sowieso machen. Wir organisieren uns von hier oben
Festbrennstoff, weil da produzieren wir ja bei weitem genug, glaube ich.